Hi Leute, ich bin wieder mit Moda. Einige haben sich ja wieder ein Video gewünscht und ich hatte auch Bock, irgendwie mal wieder was Cooles zu machen. Also. Ja, guys, ich bin back on track and I'm better than ever. Das habe ich vermisst. Okay, wir machen Get Ready With Us. Also wir schminken uns einfach und quatschen dabei. Und ich habe hier auch schon auf Instagram nach ein paar Fragen gefragt, die wir mal so ein bisschen beantworten. Also ich würde sagen, here we go. Ach, das war jetzt okay. Ach. Die erste Frage, wie geht es uns? Gut, mir geht's besser als... Ever. 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 Ich hatte so vor 2 Monaten eine Phase, da dachte ich mir so, Maurice, wo willst du hin mit deinem Leben? So, was kannst du eigentlich? Und jetzt sitze ich hier, Leute. So. Also, falls ihr mal einen schlechten Tag habt oder vielleicht auch einen schlechten Monat, kann immer mal sein. Chill out. Es wird sowieso alles besser. Ich hatte gestern den Nervenzusammenbruch meines Lebens. Warum? Weil unser Kater ist weg gewesen. Oh, das habe ich gesehen. Ja, und ging gar nichts bei mir. Echt, ich war gestern mal richtig down und ich habe so geweint. Aber dann kam er wieder und alles war wieder gut. Ja, das ist gut. Ich habe hier ein cooles Produkt für euch. Und zwar heißt es M. Assam. Vielleicht habt ihr das auch schon bei anderen YouTubern gesehen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam die auf mich zu. Und es war so witzig. Bei Pflegeprodukten bin ich immer so, ich überlege so, was ich benutze. Und meine Managerin meinte, Hattie, probier das aus. Ich benutze das selber seit Jahren. Kennst du die? Emma-San? Nee. Ja, ich kannte das auch nicht. Und dann, als meine Managerin halt gesagt hat, ich benutze das seit Jahren auch, habe ich auch ein Go gegeben und teste die Sachen, wie man sehen kann. Ich habe hier einmal das Hyaluron-Gesichtswasser. Also ich benutze sowas super gerne, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Feuchtigkeitspflege, die ich dann oben drüber gebe, einfach ein bisschen besser aufgenommen wird. Also allgemein, wenn ich meine Haut so ein bisschen anfeuchte. Ja, das ist auch meistens so, ne, bei Hyaluron, weil das strafft dann auch nochmal. Ja, das ist so. Also es ist nochmal echt ein ganz anderes Gefühl. Und ich habe hier das Aqua Intense Hyaluron Gesichtswasser. Das benutze ich super gerne. Das habe ich gerade übrigens benutzt. Nice. Hörst du jetzt so? Ja, ich höre dir ein bisschen zu. Ja, schöne cool. Runde. Bisschen am Chillen. Und zu dem Aqua Intense Hyaluron Gesichtswasser benutze ich noch das Hyaluron Rich Boost Serum und danach ist mein Gesicht immer so buff, richtig. Ich benutze, wenn ich das beides benutze, auch kein Primer mehr. Also ihr werdet auch gleich sehen, wie das auf meiner Haut ist. Geil, ist das so strahlend dann? Ja, so strahlend und so voll. Ah, da stehe ich ja drauf, ne? Ja, aber ohne, dass die Haut so glitschig ist, kennst du das? Ja. So, wenn du so denkst, wie so, meine okay, Haut gerade. Wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe gerade echt zu viel auf der Haut. Das mag ich richtig gerne. Das geht halt sofort in die Haut. Also ich fange als allererstes immer an mit meinen Augenbrauen. Echt? Machst du das vor dem Make-up? Ja, weil ich die doch immer mit Concealer dann so... Ach ja, stimmt. Genau, weil ich habe ja immer noch diese absolute Instagram-Brow. Ich kann auch keine natürlichen Augenbrauen machen, weil irgendwie, ich weiß nicht, das steht mir nicht. Guck mal mein Gesicht. Pressure. Ist absolut geboostet. Ne? Nein, wirklich, sieht echt geil aus. Ist krass, oder? Mit dem Code HATICE15 kriegt ihr auf den gesamten Online-Shop 15% und auf Rabattaktion. Also wenn da eine Rabattaktion ist bei M. Assam, gibt es darauf auch nochmal 15%. Nice, also wenn ihr da nicht zuschlagt, dann seid ihr doof. No. For you. Nein. Never. Ja, doch, mussten wir ausprobieren. Also ich habe nochmal das Gleiche. Ich habe dann nochmal nachgefragt, ob ich nochmal 2 haben kann. Einen schenke ich dir und einen schenke ich meiner Schwester. Sorry, bitch. Kannst nicht alles haben. Ja, meine Maus. Wirklich nichts. Du, nee, du kannst bei mir probieren. Sorry. Ich habe euch den Rabattcode zwar eingeblendet, aber ihr findet die Internetseite in der Infobox und mein Code auch nochmal. Und wie gesagt, ihr kriegt komplett auf alles die Prozente, was ich mega nice finde. Okay, haben wir eine neue Frage? Ich bin so konzentriert. Wenn die Augenbrauen nicht gut wird, was mache ich dann? Ja, ist Augenbrauen-Dilemma. Also Frage, wie wäre ein Leben ohne Make-up für euch? Normales Leben. Ja, absolut normal. Also für mich schon. Manchmal wünsche ich mir, hätte ich mal mit Fashion angefangen. Ja, also bei mir ist es halt so, dass ich mein Geld verdiene durch Make-up. So. Also du halt ja, auch. Ich auch. Ja, das stimmt. Ja, dann haben wir kein Geld. Ja, auf Wiedersehen. Ja, das sowieso. Also Fearless Calling. Also wenn man es jetzt mal, wenn man davon absieht, dass oder dass wir damit Geld verdienen, wäre es für mich trotzdem ein normales Leben. Also ich bin ja die meiste Zeit tatsächlich ungeschminkt, weil ich durch YouTube halt extrem viel schminke. Ja. Das ist wie mit Superstars. Auf den
Events sind die ja immer in den teuersten Kleidern, aber in Freizeit, sind, also in ihrer Freizeit sind sie auch nur in Jeans und Sneakern. Ja. So bin ich halt mit Make-up. Lieber ein Jahr ohne Make-up oder ein Jahr ohne Handy? Ein Jahr ohne Make-up. Ein Jahr ohne Handy wäre eine Traumvorstellung. Nein. Oh mein Gott. Ja gut, bei mir ist aber, Social Media ist mein Job. Ich bin 24/7 online. Ja, das stimmt. Ich habe Management, ich kriege jeden Tag 1000 E-Mails. Ja, alle wollen eine Antwort, alle wollen etwas und ständig muss man auch präsent sein. Und also so ein Jahr ohne Handy. Ja, für dich wäre es halt geil, ne? Also ich würde kotzen. Was? Life Goals, ey. Make-up-Fails in eurem Leben. Ich hab eigentlich keinen. Oh, ich hab einige. So Make-up-Fails, die wir beide schon mal, also die wir erlebt haben, so erlebt haben an uns oder die wir an anderen sehen? Na, an euch. An uns selber. Ich schmink mich ja noch gar nicht so lange selbst. So deswegen weiß ich ja, was gut ist und was nicht. Also zu dunkle Foundation, aber ich muss halt sagen, ich bin da halt lockerer geworden. Also wenn es mal nicht sitzt, finde ich es halt auch okay. Solange der Make-up-Rand nicht zu doll ist, weißt du, wie ich meine? Ja, aber einen Make-up-Fan habe ich. Meine roten Augenbrauen auf dem Video von uns beiden. Echt? In dem Video. Ich bin, dadurch, dass ich so viel gucke und Make-up mache, bin ich gar nicht mehr so streng. Ist mir nicht mehr aufgefallen. Echt? What a feeling! What a feeling! Hast du jetzt, oh mein Gott, Girl. No, no. Warum ist Maurice so ein geiler Boy? Meine, you guys. Ich glaube, ich muss das hier löschen. Danke. Ich dachte, ich wusste nicht, dass ich so gut. Ich dachte, du fragst nie. Meine Augenbrauen sehen gut aus. 20 Jahre später, wenn ich fast fertig bin. Hm? Jetzt sag mal so deine Transformation. Ja, du bist wirklich bald fertig. Mom is looking snatched. So wie meine Augenbrauen. Was ist eure größte Make-up-Inspiration? Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hört sich das eingebildet an, wenn ich sage, ich selbst? Weil ich lerne ja. Man lernt ja nie aus so vom Make-up. Solange du keine anderen Menschen auf meinem Kanal beleidigst, kannst du sagen, was du willst. Wenn das für dich so ist, ist doch cool. Nee, ich weiß nicht, ob das so für mich ist. So, das hört sich auch voll scheiße an, aber so ich... Ich habe ja auch mal scheiße geschminkt, so. Ja. Ich konnte ja, weil wir haben ja alle nicht so angefangen, ne? Ja. So, und ich weiß zum Beispiel in einem halben Jahr, wenn ich mich so jetzt angucke und dann wie ich dann in diesem halben Jahr so schminke, dann weiß ich so, boah, Maurice, du hast dich wieder gebessert, so. Du bist immer noch gut. Übung macht den Meister, sage ich immer. Ja, das stimmt. Okay, you guys, also das ist mein fertiger Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Stranger Things, guckst du nicht? Pack deine Sachen, komm. Tschüss. Also wenn ihr ein Jahr lang als Make-up-Artist für einen Star unterwegs sein dürftet, mit welchem Star würdet ihr unterwegs sein wollen? Soll ich zuerst? Ja, mach doch. Für keinen Star, weil die Attitudes von Stars ist unmöglich. Das hätte ich auch gesagt. Also, und ich sag das einfach nur, weil schon manche großen YouTuber echt eine krasse Attitude haben, dann will ich nicht wissen, wie eine Beyoncé drauf ist oder so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es halt echt, also es wird echt, also ich würde mit keinem Star auf Tour gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, also ich hätte so gesagt, dass ich hätte gerne mal einen Star geschminkt, so. Aber ich würde... Ja, das würde ich auch machen. Ich würde mich aber auch niemals binden, so. Egal wie viel Geld, so, weil... Da habe ich halt auch keinen Bock drauf, so. Ich möchte nicht immer einschminken. Wie lange braucht ihr, euch fertig zu machen? Also, wenn ich mit meinen Freunden irgendwie essen gehe oder so. Oder irgendwas so... Nee, das hört sich auch dumm an. Also, wenn ich... Zum Beispiel, wenn ich mich schminke für die Arbeit oder wenn ich mich fertig mache für die Arbeit, dann stehe ich immer eine Stunde vorher auf. So, und wenn ich zur Schule gehe, so um 10 vor 8 fängt meine Schule mal an. Und ich stehe um 20 nach 7 auf. Jeden fucking Morning. Also ich gehe auch ungeschminkt. Ich gehe genauso ungeschminkt aus dem Haus wie geschminkt. Also entweder ungeschminkt oder halt Full Face. Und dann brauche ich auch so eine Stunde, eineinhalb. Kommt immer auf den Look drauf an. Aber ich mache ja auch viel so Augen-Make-up. Deswegen brauche ich da immer ein bisschen mehr. Würdest du auch mit einem anderen tollen Zuschauer einen Zuschauer-Schminken-Mich-Video drehen? Auf jeden Fall würde ich das machen. Ja, das müsste ich halt ein bisschen mehr planen, ne? Weil er ist ja jetzt aus meiner Gegend. Deswegen ist es halt easy, wenn dann nicht jeder wohnt ja in Bielefeld. Also müsste ich ja Fahrtkosten und so bezahlen. Das müsste ich halt alles ein bisschen besser planen, aber ich würde sowas definitiv machen. Erfahrungen mit falschen Freunden. Oh, manchmal merkt man sie sofort und manchmal merkt man sie noch nicht. Aber ihr werdet es nach und nach sowieso. Also ihr werdet immer die falschen Freunde irgendwann erkennen. Ja, ich habe auch schon viele Erfahrungen. Deswegen habe ich auch kaum Freunde. Ich bin absolutes Cakeface, aber ich sehe schon süß aus. Süß. Nice. Auf was seid ihr
besonders stolz? Auf mich als Person. Ja, das war schon die Antwort. Ich bin auf vieles stolz. Ich bin ein sehr strenger Mensch zu mir selber. Das kriege ich auch sehr oft gehört, dass ich auch oft nicht an mich glaube, so, dass ich mich halt immer auch sehr schlecht rede. Ja, das kenne ich ganz gut. Aber in Bezug auf YouTube, ne? Weil ich denke halt, das ist noch nicht gut genug, das ist noch nicht das Beste, es muss noch besser. Und, ne, da, aber ich denke, ich glaube, dass ich mit YouTube eigentlich einen ganz guten Job gemacht habe bis jetzt. Ich glaube schon. Ja. Natürlich, hä? Oh girl, get over yourself. Na, also das hört sich vermutlich richtig arrogant an, was ich gerade gesagt habe, aber das hat halt echt lange gedauert, bis ich so bin wie jetzt. Achtet ihr auf eure Ernährung? Wenn ja, auf was genau? Ich bin raus. Ja, also ich bin raus. Vielleicht kann Hattie was dazu sagen, weil ich nicht. Ja, ich achte sehr auf meine Ernährung. Oh. Also ich... Sagen wir es, also ich hatte ja schon mal sowas gemacht und dann hat das sehr so ein Typ komplett auseinandergenommen. Also ich gönne mir schon eine Pizza und ich trinke sehr gerne Mischmasch. So Süßigkeiten esse ich tatsächlich kaum noch. Also wenn dann so Kuchen, Kekse und so, aber nicht mehr so Gummibärchen, Schokolade und so. Mhm. Sowas mag ich tatsächlich gar nicht mehr so gern. Aber ich ernähre mich, also wir kaufen halt auf dem Bauernhof und so. Süß, ey, ihr Ökos. Ja. Ja, also meine Ernährung ist Fakt. Absolut Fakt. Wieso sieht Maurice Rottgänger so gut aus? Voll nice. Die sind so nice. Ey, Leute, wisst ihr, wenn ihr zu mir sagt, dass ich gut aussehe, wie seht ihr dann bitte aus? So, ihr seid doch absolut süß. Das ist oft nicht das Äußerliche, sondern jemand, der sowas zu jemandem sagen kann. Ja, das ist halt das, was ich halt, die Message, die ich mitgeben will. Leute, die haten, das zeigt nur, wie hässlich sie sind. Ja, ne? Das stimmt. Und da kannst du noch so toll aussehen, aber innerlich ist es halt, hat für mich keinen Mehrwert. Das stimmt. Man kann so schön sein, wie man will. So, man kann die schönste Person der Welt sein, aber wenn einfach der Charakter scheiße ist, so dann ist man auch nicht mehr hübsch, meiner Meinung nach. Ja, so Aussehen hat vieles auch mit dem Herzen zu tun. Mhm. Das ist eigentlich immer richtig, das ist so komisch, weil meine Freunde, die wissen ja, wie ich wirklich eigentlich bin. Und als sie das Video gesehen haben, haben die zu mir gesagt, boah, Maurice, du warst so schüchtern. So. Echt? Ja, obwohl ich dann, alle haben mir so gesagt, boah, wie aufgedreht er ist, wie cool, so, ich mag ihn so. Und ich so, no, bitch, das war noch nicht alles. So, da geht noch was. Was macht ihr im Winter am liebsten? Gehört ihr zu denen, die am liebsten im Schnee spazieren gehen oder sitzt ihr lieber auf dem Sofa und guckt Serien? Sitzt auf dem Sofa und guckt Serien. Ja. Oh Gott, wie schrecklich. Aber das mache ich auch im Sommer und im Herbst und im Frühling. Ich bin Couch-Potato. Absolut auch. So, Weihnachten ist auch generell nichts für mich. So, die Weihnachtszeit und Winter ist irgendwie nicht so geil. Weil ich finde Weihnachten auch nur schön, wenn es Geschenke gibt. Wenn man so eine richtig intakte Familie hat und so, aber das ist nur meine Ansicht. Ach, you guys, bin ein bisschen am Schwitzen, am Sweaten ist die Maus, wo ist mein Abra-Pencil, here he is. Ich freue mich, hier zu sein. So spontan, ich habe Mo angerufen, aber ich habe ihn Sonntag geschrieben, ne? Kannst du morgen kommen? Ich so, bitch. Und er hat noch ihr erstes Ja gesagt, so süß, hat mir dann später leid getan, weil er so, naja, also Montag kommt eine Küche, vielleicht könnten wir danach... Gibt es in Zukunft noch mehr Videos von euch zusammen oder möchte Maurice solo... Nee, die hasse ich eigentlich. Nachdem er Stranger Things nicht guckt, das ist das letzte Mal, dass er hier bei mir ist. Er hat mich gefreut. Und was jetzt gerade noch die Frage ist, ob ich mal solo durchstarten möchte, wurde gefragt. Ist das richtig? Ist richtig. Das ist immer so einfach zu sagen, Leute, ne? Und das habe ich früher auch gesagt, so, ja, ich möchte voll gerne mit YouTube anfangen. So, die Videos zu machen sind heftig. So, das ist ein heftiger Aufwand, so wie ich das schon bei Hattie sehe, ne? So, das aber das sagen bei mir alle YouTuber. Alle, die bis zum heutigen Tag bei mir waren, sagen, boah, Hattie hat so einen krassen Aufwand. Ja, also das und ist so. Und ich bin noch nicht mal zufrieden. Das ist noch nicht alles. Ja, girl. Ich meine, manchmal musst du auch mal eine Runde chillen. Ich meine, das ist perfekt. Mm-mm. Das ist noch nicht. Was ja auch mehrfach reinkommt, persönliche Ziele 2018, außer halt Gesundheit, also dieses Typische. Mhm. Also ich möchte ein bisschen mehr mein Shit together haben in meinem Leben. So 2018 ist so für mich die Zeit, werd fucking erwachsen. So Maurice, krieg dein Leben auf die Reihe. Warum? Ich bin 18, ich wohne alleine und ich kriege mein scheiß Leben nicht auf die Reihe. Okay, also ich habe noch bis 25 zu Hause gewohnt. Mhm.
Ich krieg mein Leben auf die Reihe. Ja, ich glaube das. Auch. Nein, aber so. Und meine Frau ist immer noch ein Kind. Ja, ich bin schlimmer als meine 5-jährige Nichte. Wenn ihr nur noch ein Lebensmittel essen könntet, welches wäre es? Und das Coole ist, dahinter ist ein Igel-Emoji und ich weiß nicht, ob sie damit sagen will, dass sie einen Igel immer fressen würde. Ja, ich meine, wenn du es machst, so you raw. Go, girl. So you fucking go. Chicken McNuggets. Wie kann man da noch essen? Oder nope, forget it. Da, wo ich wohne, haben wir ein Real. Und in diesem Real ist eine Theke, die heißt heiße Theke. Und in dieser heißen Theke ist das beste Leberkäsbrötchen der Welt. 2 Leberkässcheiben in einem Brötchen. Ist so Fleisch. 2 Scheiben Fleisch. 2 Scheiben Fleisch, so. 2 Scheiben Fleisch auf einem Brötchen für 1 Euro. Für 1 Euro 2 Scheiben Fleisch. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, was daran alles falsch ist. Ich glaube, das ist auch künstliches Jesus. Fleisch. Ich glaube auch nicht, dass das echt ist, aber das schmeckt halt gut. Die Nuggets sind auch nicht besser, du. Nein, da ist Penis drin. Vermutlich ist da Penis drin. Ja, bei der Plöre macht es keinen Sinn mehr. Da ist wahrscheinlich Penis noch das Beste da drin. Also ich habe auch das Gefühl, dass ich heute so ein bisschen stiller bin, ein bisschen ruhiger, ein bisschen relaxter. Jetzt kennst du das Business, weißt, wie es läuft. Ne, eigentlich bin ich auch immer so aufgeregt, auch wenn ich Business kenne. Schwör ich kenne Business. Kennst du ja. Ne, aber so heute, ich chille einfach ein bisschen meine Base. Hier fragt jemand, sieht der Pinsel immer noch aus wie Schamhaar? Wo ist denn der Schamhaar? Da ist er. Das ist er, Leute, der Schamhaarpinsel. Das, meine Lieben, ist der Look, mit dem wir beide rausgekommen sind. Also ich habe ein bisschen mehr Farbe als Mo. Ich habe immer dasselbe drauf. Aber ich glaube trotzdem interessant, einfach auch wegen den Fragen und ja, das so stimmt. Und die Antworten. Und viele fragen auch immer nach meinen Augenbrauen, wie ich die immer so hinbekomme. Ah, okay. Guys, now you know. Stimmt, hat ja nur 3 Stunden gedauert. Ja, ansonsten vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich glaube, es werden sich noch ein paar andere coole Videos finden, die Bitch, wir zusammen... Safe. Totally. Die wir auf jeden Fall meistern werden. Ja. Vergiss einen Rabattcode, nicht? Ja. Wenn ihr jetzt noch Fragen haben solltet, stellt die super gerne in die Kommentare. Rabattcode zu MSM, wie gesagt, findet ihr in der Infobox. Probiert's mal aus. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Reinschalten, sagen Tschüssi und bis zum nächsten Mal mit euch. Bitch, du musst deinen Auftritt üben.